Berlin 2048. Der Telek Entertainment präsentiert ein Game bei Martin Gantafür. Gantafür? Gantafür. State of Mind. Herzfrequenz, hoch oder niedrig? Zu hoch. Blutdruck? Zu hoch. Und sein Beta-Level? Zu hoch. James? Ihr Sohn ist außerordentlich begabt. Verdammt, woher kenne ich das Gesicht? Das ist Richard Nolan. Er arbeitet für The Voice. Los! Mr. Nolan? Richard, hören Sie mich? Bin ich? Im Zentralklinikum. Können Sie die Augen öffnen? Ich kann nicht sehen. Machen Sie sich keine Sorgen, das kommt gleich wieder. Eine Drohne hat sie gefunden. Am Rand der M75. Wir fangen mit einem Sehtest an und anschließend stelle ich Ihnen ein paar Fragen. Ich erzeuge jetzt ein leuchtendes Objekt im Raum. Sehen Sie es? Versuchen Sie, Ihren Blick darauf zu fokussieren. Sehr geehrter Mann, ich heiße Sie willkommen zurück am Stück in unserer Geschichte von State of Mind. In einem eigentlich nicht mal fernen Universum. Es spielt ja in Berlin, wie ich gesehen habe. Und jetzt müssen wir uns darauf fokussieren, aber auf was? Auf die Schüssel hier? Nee. Auf das da? Deckenbeleuchtung? Oh, schöne Dreiecke eigentlich. Coole Lampe, muss ich dazu sagen. Die haben immer noch Neonröhren. 2048? Fuck mal, warum sind das keine LEDs? Naja. Ach, das da. Hab ich. Gut. Noch einmal. Ah, auf die Uhr wieder. Okay. Sehr gut.
Ihre Sicht wird sich bald wieder normalisieren. Wir machen jetzt ein paar Tests. Kognition, Emotion, Gedächtnis. Es dauert nicht lange. Wissen Sie, welches Datum wir heute haben? 2048 hat's was geheißen gerade. Na? Probieren wir mal das. Samstag, den 11. Januar 2048. Sehr gut, das stimmt. Ich spreche jetzt einen kurzen Text und stelle dann eine Frage dazu. Sind Sie soweit? Meine Augen sind blau, mein Haar ist braun, mein Haus ist weiß. Welche drei Farben habe ich genannt? Blau, weiß, braun. Blau, weiß und braun? Sehr gut, das stimmt. Können Sie mir sagen, was passiert ist? Was passiert ist? Meine Familie. Wo ist meine Familie? Sie erinnern sich an nichts? Autounfall. Ich war in einem Auto? Da war ein Tunnel. Das wird schon. Körperlich sind Sie gesund. Sie haben großes Glück gehabt, Richard. Okay. Ich schalte jetzt einen Teil Ihres AR-Systems wieder zu. Was für ein Ding? Tut weh, Ihre Augen und Ihr Gehirn müssen sich erst wieder daran gewöhnen. Können Sie aufstehen? Kommen Sie bitte mit zu dem Tisch dort. Lass doch mal noch rumlaufen. Sehr schön. Berlin Central, Samstag, 11. Januar 2048, Zentralklinikum Berlin. Würde da jetzt ein anderes Datum dran stehen? Was wäre passiert, wenn wir was falsch gemacht hätten? Ah, okay, kommt. Ich guck mich später um. Können wir mal rausgucken zumindest. Hi. Was haben wir da? Beach Bar. Gibt's in Berlin eine Beach Bar zufällig? Oder Fox Sake? Ich war zwar in Berlin mal, aber jetzt nicht so relevant. Ein Zufallscan? Okay. Nehmen Sie den Würfel von der linken Tischhälfte. Beleuchten Sie ihn gelb und stellen Sie ihn auf die rechte Tischhälfte. Kognitest. Diese Tests dienen der Evaluierung Ihrer kognitiven Fähigkeiten. Bitte konzentrieren Sie sich und folgen Sie den Anweisungen des Klinikpersonals. Untersuchen. Okay. Ablegen. Okay. Wir machen noch einen weiteren Test. Folgen Sie mir bitte. Gleich. Enzophal-Scan. Letztes gescannte Person, Nolan Richard, ID 12044. Scanbericht abgeschlossen. Da ging doch noch was anderes gerade. Okay, das ist nur das. Hä? Komisch. Warte mal, da hat was aufgeleuchtet, oder? Nee, okay. Dachte gerade nur. Ja, Opa, was geht? Kann ich Opa auch untersuchen? Wer ist das? Mein Sohn? Ey, das wird richtig ugly gerade. Meine Familie haben wir im Auto nicht gesehen, ne? Das ist mein Sohn? Ganz recht. Okay. Wie heißt er? Oh, shit! Ich würde ihn Jason nennen. James, das ist ja mit Butler schon, kann es nicht sein, Jason? Jason. Denken Sie genau nach. Dann kannst du nur ein John sein. John? Sind Sie sicher? Ja, okay. Er heißt James. Oh, shit! Wo ist James? Ist doch ein James. Ist er hier? Sie haben schon nach Ihrer Familie gefragt. Eben gerade. Wissen Sie das noch? Wo ist er? Es ist nur ein Test, Richard. James ist ein guter Junge. Ich liebe ihn. Natürlich lieben Sie ihn. Sie sind sein Vater. Hey, das stimmt irgendwas nicht. Haben Sie beide einen guten Draht? Richard? Er ist ein guter Junge. Erkennen Sie diese Person? Das ist... Ja? Meine Frau? Ist das Tracy? Ausgezeichnet. Erzählen Sie mir etwas von ihr. Ich verstehe nicht. Erzählen Sie mir von Ihrer Frau. Eine Erinnerung. Eine Situation. Irgendwas. Ich weiß noch, dass wir in einem Cabin Car gefahren sind. Es war Nacht. Wir haben gescherzt. Und ich habe Tracys Hand genommen.
Sprechen Sie weiter. Die Bordelektronik war gestört. Ja. Es ist kälter geworden. Die Scheiben sind beschlagen. Ich habe ihr gesagt, wir sind gleich da. Okay. Und wissen Sie, wie lange das her ist? Was meinen Sie? Diese Geschichte. Wie lange ist die her? Ich weiß nicht. Wie ist es hiermit? Erkennen Sie das Gebäude? Arbeitsstelle war das nicht. Das hat gerade jemand geheißen, der schafft bei The Voice. This is the voice of Berlin. Okay, hör auf. Ja, das... Ich arbeite dort. Ausgezeichnet, Richard. Okay, die Was genau machen Sie da? Ich bin Spezialist für... Für was? Ich schreibe über Technologie. Sehr gut. Und wie würden Sie Ihren Standpunkt nennen? Haben Sie einen? Ich bin Journalist. Mein Standpunkt ist die Wahrheit. Ach so? Das kam ja schnell. Das ist ein Standardsatz, oder? Den sagen Sie immer. Kann ich wieder arbeiten, Doktor? Das müssen wir abwarten. Sicher wird es die ersten Tage nicht leicht. Sie haben ein amnestisches Syndrom. Heißt? Erinnerungslücken, Verwirrtheit, Stimmungsschwankungen. Aber wenn Sie zu Hause sind, finden Sie sich bald wieder zurecht. Sie werden sehen. Okay, Richard. Alles soweit in Ordnung. Mir ist schlecht. Das ist normal. Das verschwindet. Ihr Gedächtnis wird auch zurückkommen. Vermutlich schon in den nächsten paar Stunden. Okay. Vielleicht nicht vollständig. Aber warten wir es erstmal ab. Na dann, alles Gute für Sie. Ich kann also gehen. Aber ja, Sie haben Neurostabilisatoren bekommen. Eine Depotdosis. Wenn es Probleme gibt, melden Sie sich jederzeit. Okay, aber ich weiß nicht mehr wo. Ach so, natürlich. Sie wohnen am West Plaza, Mr. Nolan. Das Cabin Car führt Sie hin. Der Medic-Bot am Eingang wird Sie nach unten begleiten. Dankeschön. So, jetzt müssen wir kurz nur eins machen mal. Sprache. Ich muss einen Cloud-Call machen. Ja, so ist besser. Sound, Musik passt soweit alles, denke ich. Ja, Musik auch, weil die habe ich gerade eben, da habe ich rumgespielt im Hauptmenü, da hat sich das Trommelfell verrissen. Obwohl die sehr extrem leise ist. Kann ich einen Arzt untersuchen? In dem dieser Person Keller Timoto ID 21.0788 Sektor 07 Berlin Neurologe Zentralklinikum Berlin. Ah, untersuchen, reden. Ruhen Sie sich aus. Unser Medic Bot bringt Sie nach unten. Okay. Was ist mit dem los? Die kommen mir irgendwie vom Aussehen her bekannt vor. Mal kriegen wir das Gesicht drauf. Nee, aber die Haare und so. Irgendwas passt da zusammen. Schöner Wartebereich. Und sieht sie eigentlich so verheizt aus wie in irgendeinem SIF-Krankenhaus. Ist in Berlin wirklich so? Jetzt schon? Da haben wir Zeitschriften. Cozy und Ozy. Ah, wie romantisch. Wir werden in Nettes gewesen. Mr. Medicbot. Sie sind. Nee, der macht nix. Kann ich irgendwas mitnehmen? Eine Kaffeemaschine. Oh, das Sandwich wäre mega. Oh, der Bot sagt dir irgendwas wahrscheinlich. Oh. Ich finde schade, dass wir da nichts mehr suchen können. Etwas LW. Guten Tag, Sir. Bitte folgen Sie mir. Ich begleite Sie hinaus. Danke schön. Das wäre aber nicht nur das gewesen. Nicht rauchen auf jeden Fall. Schön, aber ich habe das Krankenhaus, sieht total verheizt aus. Wie so eine. Wie ist ein zweites Klasse-Krankenhaus, ne? Sie hören den Newsflash von The Voice, Ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Auf ein Produktionsgebäude der Kurtz Robotics ist ein Bombenanschlag verübt worden. Es war der zweite Anschlag dieser Art innerhalb weniger Tage. Nairobi. Erneut sind bei Kämpfen zwischen westlichen und östlichen Drohneneinheiten in den Minenregionen Afrikas große Mengen an Rohstoffen vernichtet worden. Hat sich also seit heute nichts geändert mit Bombenanschlägen. Yay, tolle Zukunftsaussichten. Eine Grafikstil finde ich gerade geil, so HD-Texturen in Anführungszeichen und dann aber diesen Polygon-Look. West Plaza, Berlin. Ihr Konto wird mit 25 Credits belastet. Was?
Dann habe ich noch 3525 auf meinem Overwatch Credit Account. Hey! 25 Credits? 9 Euro oder? Oh mein Gott, wir kriegen eine neue Währung. Na super. Bitte, nur eine Kleinigkeit zu essen. Ich könnte Sandwich nicht mitnehmen, Dicker. Bewerben Sie sich mit einem gültigen Nanoscan bei Marszett Incorporated. Der Mars, unsere Zukunft. Also heißt es in 2000. Als Mars-Kolonist bei Red One helfen Sie mit, eine neue Welt zu erschaffen. Haben Sie Interesse? Ein Nanoscan dauert nur 2 Minuten. Neu anfangen, Zukunft mitgestalten. Zu den Ersten gehören. Heißt 2048 haben wir den Mond immer noch besiedelt. Yay! Wir kommen zu unserem Sonnensystem wahrscheinlich eh nicht raus, von daher. Na? So, Westplaza, Berlin, Zentral. James. Guten Abend, Richard. Ich bin Simon, Ihr Base 5 Home Assistant. Heute ist der 11. Januar 2048. Es ist 19.33 Uhr. Raumtemperatur 20 Grad Celsius. Sie haben heute keine Termine mehr. Sie müssen entschuldigen. Ich habe mich gestern abgeschaltet. Was zum Teufel? Ist alles in Ordnung, Sir? Kann ich Ihnen etwas bringen? Tracy? Du hast Simon kennengelernt. Sie haben neue Cloud Messages. Geil. Messagebox mit E öffnen. 9.11. Richard? Lydia. Bist du da? Komm schon. Was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Melde dich, bitte. Wie spät ist es in New York? Sie schläft sicher schon. Single lebt in New York, Queens. Richard, ah, ja. Das ist nicht komisch, okay? Geh jetzt ran. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nein. Dann lass uns wenigstens darüber reden. Gott. Du kannst doch nicht einfach... Du hast doch nicht... Naja, meld dich bitte. Ich krieg sonst kein Auge zu. Du hast eine andere gevögelt. Lol. Untersuchen. Identifizierte Person Simon, ID 17733-2. Base WeBot registriert auf Donut Tracy. Tracy, was macht dieser Bot hier? Ich hab dir doch gesagt... Wenn Sie möchten, kann ich die Frage beantworten. Du hältst die Klappe. Nee, red mit ihm. Nolan Tracy, Sektor 2, Berlin Zentrale. Voice News. Voice News, Ihre Stimme für Berlin und die westliche Welt. Sie hören den Newsflash von The Voice, Ihrer Stimme für Berlin und die westliche Welt. Dankeschön. Berlin. Auf ein Produktionsgebäude der Kurtz Robotics ist ein Bombenanschlag verübt worden. Digi Brands, Tracy Nolan, Richard Nolan, James Nolan, Herman Dawson, Peter Nolan. Erneut sind bei Kämpfen zwischen westlichen und östlichen Drohneneinheiten in den Minenregionen Afrikas große Mengen an Rohstoffen vernichtet worden. Wissen wir auch? Mehrere Ölquellen gerieten in Brand. Die Rauchentwicklung verdunkelte in den betroffenen Gebieten zeitweilig den Himmel. Warschau. Ein Drohnenangriff der Eastern Union auf die östliche Sicherheitszone hat in der Innenstadt Warschaus schweren Schaden angerichtet. Ein 250 Stockwerke hohes Verwaltungsgebäude wurde von fünf Marschflugkörpern getroffen. Wenn ich etwas sagen darf, Sir. Auf die Grundmauern aus. Ja, bitte. Sir, möchten Sie nicht wissen, wo Ihre Familie ist? Die Marskolonie testet zurzeit ihre autonome Energieversorgung. Dies teilte ein Sprecher der Siedlungsgesellschaft. Miss Tracy ist nicht im Haus. Das sehe ich. Sie lässt ausrichten, dass sie über das Wochenende zu ihren Eltern gefahren ist. So, lässt sie ausrichten. Na schön, soll sie am besten gleich da bleiben. Sohn? Was ist mit James? Sie hat ihn natürlich mitgenommen. Richtig, Sir. Die beiden kommen morgen zurück. Soll ich Ihnen einen Status dazu... Du sollst gar nichts. Kack den Roboter doch nicht so an. Hat Tracy gesagt, warum sie zu ihren Eltern will? Wie meinen Sie das, Sir? Ob sie einen Grund genannt hat? Sie hat mir nur den Auftrag erteilt, nach Ihnen zu sehen. Hat Tracy mich denn mal in der Klinik besucht? Weiß sie überhaupt, dass ich einen Unfall hatte? Dazu kann ich nichts sagen, Sir. Kannst du nicht oder willst du nicht? Ich verstehe nicht ganz. Ich sag's ja, zu nichts zu gebrauchen. Simon, welcher Trottel hat dir überhaupt einen Namen gegeben?
Alter, kack dann. Ah, außerdem ist die andere gerade online. Lydia ist noch wach? Lydia, okay. Anrufen. Nicht solange dieser Bot hier rumspioniert. Ja. Die Gesellschaft rechne damit, dass die Kolonie innerhalb weniger Tage autark werden könne, so der Sprecher weiter. Weitere Nachrichten. Wie erst heute bekannt wurde, haben Cyberkriminelle bereits im vergangenen Monat den Kommunikationsdienst The Cloud gehackt. Sollte sich wirklich abschalten? Warte mal. Ein Sprecher des Dienstes teilte mit, dass die Eindringlinge in der Lage seien, im großen Stil falsche Identitäten herzustellen und in Umlauf zu bringen. Nach den Tätern wird mit Hochdruck gefahndet. Experten Kurz Robotics Labs Incorporation Cleanbot V ist die autonome Assistentin für die Reinigung von ihrer Böden. War ein riesiges Gerät, funktioniert nicht ordnungsgemäß. In der Metropole der Eastern Union ging gestern das Gipfeltreffen der östlichen Regionalgouverneure. Haben wir es nicht schon gehört? In einem Abschlusskommuniqué bekräftigten die Teilnehmer ihre Entschlossenheit, den Kampf um Rohstoffe, so wörtlich, mit allen Mitteln weiterzuführen. Aha. Dabei schließe man auch Einbruchsgefahr minimalisiert und die erfüllt alle Vorschriften des United States of the West. Der Eastern Union seien in der Lage, als Neu-Europa jedes Ziel auf gegnerischem Territorium in Minuten zu vernichten. Der Präsident der United States of the West regiert mit einer Videobotschaft. Möchten Sie, dass ich Ihnen ein Essen assembliere? Das schaffe ich gerade noch selbst. Natürlich, Sir. Ich möchte Ihnen nur Arbeit abnehmen. Dafür bin ich da. Ja. Kann man jetzt trotzdem? Zur Assemblierung dieses Produkts fehlen folgende Rohstoffe: Bienenhonig, Weizen, Palmöl. Na. Bienenhonig, Weizen, Palmöl. Avatar ließ er mitteilen, der Westen werde auf Aggressionen angemessene Antworten geben. Zugleich kündigte er an, das Maßnahmenprogramm mit zusätzlichen Finanzen auszustatten, um den Bürgern des Westens eine Perspektive für die Zukunft zu bieten. Ihr Sohn lässt Sie grüßen. Er hat Ihnen ein Bild gemalt. Ich habe ihm ein bisschen geholfen. Tatsächlich. Ich glaube, der Typ hat seine Frau mit einer anderen Frau betrogen, mit dieser Lydia. Und das hat sie mitgekriegt und hat sie dann zu ihren Eltern verzogen, was ich verstehen kann. Upgrade empfohlen. Die Inhalte dieser analogen Sprechmedizin sind veraltet. Eine aktualisierte digitale Version ist erhältlich via Cloud Hub. Lol. Weltkarte. Geopolitische Informationen wurde für die Karte deaktiviert. Eine Karte, eine eher aktuelle Karte mit der derzeitigen Ausdehnung der Vereinigten Staaten des Westens finden Sie im United States of the West.org. Es war der zweite Anschlag dieser Art innerhalb weniger Tage. Nairobi. Erneut sind bei Kämpfen zwischen westlichen und östlichen Drohneneinheiten. Sieht aber gerade noch ganz große Mengen an Rohstoffen vernichtet worden. Mehrere Ölquellen gerieten in Brand. Die Rauchentwicklung verdunkelte in den betroffenen Gebieten zeitweilig den Himmel. Ja. Warschau. Ich glaube, das passt noch die Weltkarte gerade so weit. Der Eastern Union auf die östliche Sicherheitszone hat in der Innenstadt Warschaus schweren Schaden angerichtet. Es nervt. Ein 250 Stockwerke hohes Verwaltungsgebäude wurde von 5 Marschflugkörpern getroffen und brannte bis auf die Grundmauer. So, jetzt schnauze mal. Meine Fresse. Fahrrad? Dieses muskelbetriebene Transportmittel wurde am 20.05.46 erworben, registrierte Eigentümer Lone Richard ID 12044 als zuletzt benutzt am niemals. Geil. Da ich geklaut habe, oh, ist interessant, da müssen wir auch übrigens so viel umgucken. Wir gehen erstmal taktisch vor. So, wir waren da. Dann haben wir da noch was. Zum Glück können wir rennen. Kalibrierungsschlüssel, was? Kalibrierungsschlüssel. Dieser Kalibrierungsschlüssel gehört zu einem Humanoidenbot, der kurze Robotics-Baureihe Base 5. Waren Sie Betriebs- und Wartungshinweis. Bei unsachgemäßer oder vorschriftswidriges Gebrauch mit kurz Robotik keine Haftung für Schäden oder Datenverluste. Okay. Kurz Entertainment Labs Incorporation. Nutzer von Owen James führt auf diesem Gerät die Rangliste an. Interagieren. James hat mich im Schach geschlagen. Er ist ein kluger Junge. Und wirklich liebenswert. Was weißt du schon davon? Ich spiele Schach auf sehr hohem Niveau, Sir. Die Base 5-Serie... Du hast doch gar keine Ahnung, was liebenswert ist. Ich mag ihren Sohn sehr. Und er mag mich. Du bist ein Haufen Schrott, sonst nichts. Jetzt.
das geht noch so weiter wie mit Dread Become Human, wenn er so weitermacht, ne? Zuerst gestimmt am 21.12.39, also schon ein bisschen mehr wie 5 Jahre her. James ist unser Sohn, Richard. Sir? Kann man selber spielen? Chord wechseln, JKL spielen, Shift, Shift-Modifikation. Junge, halt die Fresse! Oh Gott, die... Mal, hört euch mal die Tiefe an. Mal, hört euch mal die an. Okay, klasse, wahrscheinlich kann man das Ding stimmen. Aber kannst du denn vielleicht bitte das zur Stimme? Das wäre nice. Okay. Nee, nicht abschalten. Ist überhaupt noch online? Ja. Ich glaube, mit der Quatschen geht's auch weiter. Dann kommen wir noch ein paar Sachen aus unserer Holo-Pinwand. Warte Einstellung nur für mich sichtbar. Benutzen. Aha. Nix. Gut. Was haben wir da? Geschrieben von Walter O'Neill. Richard, schau dir das an. Das ist größer als Drone Gate. Unleserlich. Das sieht interessant aus, Sir. Darf ich fragen, wer diese Aufzeichnungen angefertigt hat? Walter, mein Ex-Partner. Wieso fragst du? Das sind sehr komplexe Strukturen. Er ist klug. Er war es. Ist er gestorben? Darüber habe ich keine aktuellen Informationen. Es tut mir leid, Sir. Nein, er ist nicht gestorben. Dieses Zeug hier hat ihn verrückt gemacht. Jetzt hasst er mich. Ich verstehe nicht, Sir. Nein, wie solltest du auch? Ich hatte Erfolg, er nicht. Das ist in etwa die Quersumme. Ah ja. Was haben wir da? Vergeben an Richard Noll am 28. Mai 2037 in der Sportinvestigative Berichterstattung für herausragende journalistische Arbeit im Zusammenhang mit der Dronegate-Affäre. Ja, jetzt kommen wir in die Cloud Hub mal gucken. Was steht denn da dran? What? Ah, das läuft durch. Ja, dann darf er Bombing-Attack. Ach so, das sind Nachrichten. Ihr Zugang zur Cloud, dieses Gerät ist registriert. Ja, dann würde ich gerne darauf auch zugreifen, aber darf ich ja nicht. Das ist gemein. Dann ist nötig gewesen, dass ich hier nichts machen kann. Und hier ist eine Rampe von Rollstuhl. Ist noch so ein Querschnittsgelähmt? Oh, voll das geile Ehebett. 1946, Uhrzeit. Geil, Hammer. Und in der Mitte wird Liebe gemacht, oder? Erstmal fragen, was hier abgeht. Potenzielle Gefahrenquelle, bitte beseitigen. Das hat Zeit bis morgen. Nein, hat's nicht.